Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Ja, was wir diesmal machen, ist, wir binden diesen Funktionsaufruf hier noch ein und schauen, was damit so passieren kann. So, ich werde jetzt deswegen einfach mal hier subfoo vorne dran schreiben. Ihr werdet gleich noch sehen, wieso. Und wir wissen ja schon, dass wir diesen Funktionsaufruf hier reinpacken können, wenn wir dann die Variablen ausgeben. Das kennt ihr ja alles. Da brauche ich euch jetzt nichts dazu sagen. Hat auch eigentlich jetzt nichts mehr mit diesen Initializern zu tun, aber ich finde es trotzdem ganz nicht ganz unnötig, das hier drin zu machen. Machen wir einfach mal foo. So. Und hier wird dann jetzt eben subfoo ausgegeben, wie wir es erwarten würden. Und zwar nach dem Instance Initializer und vor dem Subconstructor. Aber das können wir ja auch mit vererbten Methoden machen. Wenn ich jetzt dieses foo hier rein kopiere. Sagen wir aber mal, ich schreibe hier superfoo rein. So, dann wird hier zunächst einmal Super Static Initializer und so weiter ganz normal, wie wir es erwartet haben. Und hier wird dann einfach Superfoo aufgerufen. Das heißt, vererbte Methoden können wir in diesem Instance Initializer auch schon benutzen. Und da haben wir jetzt den Grund, warum diese ganzen Initializer und Konstruktoren aus der Superklasse zuerst aufgerufen werden müssen. Denn wir müssen jetzt zuerst einmal fest oder ja die Sicherheit haben, dass aus Super alles erreichbar ist. Wir müssen hier theoretisch auch int i gleich 5 oder sowas machen. Und sagen wir mal, wir geben hier super foo plus i aus. Das heißt, wir haben hier schon überall 5 stehen. Egal, wo wir das hier haben. Und das i ist natürlich das aus der Oberklasse. Ich kann es euch gerade mal kurz zeigen, wenn ich hier 15 reinpacke. Dann das i aus der Unterklasse, logischerweise. Denn ihr wisst ja, die Dinger sind ja. Statisch gebunden. Das heißt, aus der Oberklasse natürlich, die Dinger sind ja statisch gebunden. Das heißt, wenn wir in der Oberklasse sind und die Oberklasse diese Funktion bereitstellt und wir auf irgendwelche Variablen zugreifen aus der Oberklasse, dann kriegen wir tatsächlich auch die Variablen aus der Oberklasse. Das kennt ihr ja aus meinen anderen Videos. So, was passiert jetzt aber, wenn wir hier diese Methode zur Verfügung stellen? So, wir sagen hier public void foo und wir sagen hier sysout subfoo, subvfoo, okay, subfoo plus i. Wenn wir dann dieses i ausgeben, dann rufen wir natürlich, wenn wir hier foo aufrufen, nicht mehr die vererbte Funktion auf, sondern die überschriebene Funktion. Dazu ist ja oder Überschreibung oder Vererbung ist ja dazu da. Bitte entschuldigt, mein Hals war gerade irgendwie furchtbar trocken. Ja. So, das heißt, wir rufen hier aber dieses subfoo auf. Also wir geben hier tatsächlich subfoo aus und wir geben auch das i aus dieser Klasse auf. Ist ja alles soweit ganz schön. Kann man sich vielleicht auch denken. Das Problem ist jetzt bloß, wenn wir jetzt hier auch foo aufrufen, ist egal ob im Konstruktor oder im Initializer, und ich gebe das hier aus, dann haben wir das Problem. Und das ist jetzt nicht so cool, denn was kann ich mit 0 anfangen? Wo kommt diese 0 her? Ja, das kommt daher, also dazu könnte ich die Methode hier tatsächlich sogar einfach mal rauslöschen. Ah, nee, kann ich nicht, halt, kann ich nicht. Wenn ich jetzt hier, okay, wenn ich muss hier anfangen. Wenn ich hier dieses Objekt erstelle mit new sub, ich mache die hier unten mal, mache ich raus. Und den Static Initializer mache ich raus, den brauchen wir nicht, das führt alles nur zu Verwirrung. Das wissen wir jetzt, wie das gemacht wird. So, hier habe ich ein i, das ist 15, hier habe ich ein i, das ist 5. Okay, so, wenn ich das jetzt aufrufe, dann wird es ein bisschen übersichtlicher. Wir rufen hier Super Instance Initializer auf. Das ist der hier. Danach wird foo aufgerufen. Aber Achtung, foo ist dynamisch gebunden. Das heißt, wir rufen nicht das foo aus dieser Klasse auf, sondern wir rufen das foo auf von dem Objekt, das wir gerade zur Verfügung haben. Und das Objekt, das wir zur Verfügung haben, beziehungsweise gerade erstellen, ist ein Subobjekt. Und dieses Subobjekt hat auch eine foo-Methode, denn die ist überschrieben. So, diese foo-Methode allerdings liefert uns das hier. Das Problem ist, dass hier noch gar nicht alle Variablen fertig sind, denn wir sind ja in unserem Super Initializer. Und der Super Initializer wird bekanntlich vor allen Initializern hier ausgeführt. Das bedeutet auch vor diesem Initializer. Das wäre der erste Initializer, den wir ja kennen, aus der Subklasse.
So, aber die Superklasse wird ja wie bekannt vorher ausgeführt. Das heißt, wir rufen hier das Foo auf, obwohl hier noch gar nichts bekannt ist. Und wir rufen hier vor allem nicht dieses Foo auf, sondern das überschriebene Foo aus der Unterklasse. Und geben dann auch natürlich die Variable aus der Unterklasse aus. Also sprich, diese 5 würde man vielleicht denken. Das Problem ist, dass wir im Super Initializer noch gar nicht diese 5 initialisiert haben, weil sie erst im Sub-Initializer steht. Also quasi, das kommt aufs selbe raus, wie wenn ich das jetzt hier i gleich 5 mache. So könnte man draufkommen, dass das hier tatsächlich auch 0 ausgegeben wird, weil standardmäßig steht hier ja 0 drin und der Super wird ja vorher ausgeführt, vor dem hier. Das ist aber absolut gleichbedeutend, ob ich das jetzt hierher schreibe oder ob ich hier oben drüber i gleich 5 schreibe. Und hier kommt es natürlich dann auch voll auf die Reihenfolge drauf an. Und das ist natürlich jetzt ein Riesenproblem, denn oftmals, wenn ich jetzt dieses Foo hier als Init umbenenne, also einfach mal hier eine Init-Methode habe, wird es ja ganz oft gemacht. Und diese Init-Methoden sind meistens eigentlich, also nehmen wir einfach mal an, dieses Foo wird bei jedem Aufruf aufgerufen, bei jedem Konstruktor aufgerufen. Sprich, ich packe es in Instance Initializer rein, das wäre genau unser Fall jetzt hier und dieses Foo ist eigentlich eine Init-Methode, aber die Subklasse hat auch eine Init-Methode. Ja, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich hier irgendwelchen Schmarrn mache, den ich gar nicht möchte. Ja, deswegen furchtbar vorsichtig sein, was ihr da für Methoden aufruft. Am besten in Konstruktoren und Initializern überhaupt keine Methoden aufrufen, aber viele Leute machen das und machen dann diese Methoden public. Wenn ihr könnt, macht sie private. Denn wenn ihr sie private macht, dann passiert Folgendes. Dann wird hier SuperFoo 15 ausgegeben. Denn wir wissen hier, okay, dieses Foo, was wir hier oben aufrufen, das wird nicht vererbt. Denn es ist eine Private-Methode und Private-Methoden, wie ihr aus meinen anderen Videos wisst, werden nicht vererbt. Sprich, wir wissen hier, dass das nicht eine überschriebene Methode ist, sondern dass die Methode tatsächlich einfach neu hinzugekommen ist, weil wir hier keine Foo-Methode geerbt haben. Also wenn ihr könnt, macht sie private. Wenn ihr sie aber irgendwie für den restlichen Quellcode noch braucht, dann müsst ihr sie ja public machen. Sowas kann man dann noch machen. Naja, macht sie final. Zu final mache ich jetzt nach diesem Video noch ein Video. Da wird dazu noch mehr kommen. Dann kriegen wir hier einen Error. Nämlich folgendes. Ja, jetzt habe ich es gerade weggekriegt. Remove final modifier of SuperFoo, denn wir können nicht eine Final-Methode überschreiben. Final bei Methoden bedeutet, sie können nicht überschrieben werden. Das heißt, hier wird automatisch benachrichtigt, hier wird nichts überschrieben, mein Freund. Also darfst du hier diese Methode auch nicht überschreiben. Das heißt, wir müssen sie zum Beispiel Foo2 nennen. Und dann wissen wir hier, okay, dieses Foo ist das SuperFoo. Dieses Foo hier ist auch dieses SuperFoo. Das heißt, wir können hier sicherstellen, dass diese Methode tatsächlich auch also dieser Aufruf tatsächlich diese Methode ist. Ja, die zwei Methoden habt ihr. Wenn ihr das allerdings public macht und ohne Final, dann passiert, wie gesagt, dieser Mist, den wir hier gehabt haben, nämlich dass hier nämlich 0 rauskommt, weil wir hier versuchen, die Variable darauf zuzugreifen, bevor wir irgendwas gemacht haben. Ja. Okay, ich hoffe, ihr habt es soweit verstanden. War jetzt ziemlich heftig und probiert da einfach mal selber ein bisschen rum. Aber versucht möglichst keine Public-Methoden, die nicht final sind, aus Konstruktoren aufzurufen, weil das kann echt zu furchtbaren Missverständnissen führen. Alles klar. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Video und da geht's um Final. Bis dann, ciao, ciao.